BEWO ist ein Bereich des Sozialwerks Döner Christen, der im Prinzip aus der Pflege herausgegangen ist. Also es hat sich im Rahmen der ambulanten Pflege hat sich herausgestellt, dass da Bedarfe sind und die wollten wir bedienen. Das BEWO gibt es seit ca. 15 Jahren. Wir betreuen mittlerweile 50 Leute mit 9 Mitarbeitern. Wir versuchen halt, die Menschen, die wir betreuen, möglichst ganzheitlich zu betreuen. Wir machen aufsuchende Arbeit, das heißt auch das ambulante betreute Wohnen. Das heißt, wir suchen die Menschen in ihren Wohnungen auf und versuchen, deren Selbstständigkeit zu erhalten, beziehungsweise bei jungen Menschen auch die Selbstständigkeit zu fördern, sodass die jungen Menschen in der Lage sind, irgendwann eigenständig in der eigenen Wohnung zu leben und ihr Leben zu führen und bei den älteren Menschen das zu erhalten, was noch da ist und das so lange wie möglich. Offener Treff. Also es ist schon so, dass die eigentlich so, dass sie auch gerne in dieser Gruppe sind, dass sie das auch genießen, in der Gruppe zu sein und dann auch das Zusammensein miteinander gut umsetzen können, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, ja. Ja, wir haben ja auch Betreute, die wir in ihrer eigenen Wohnung betreuen, beziehungsweise eine Hauptsache ist das sein. Wir haben noch einige, die hier im Umkreis wohnen, die ja auch sehr nah an uns gebunden sind. Also wir machen Termine hier beim BEWO, wir gehen aber auch in die Wohnungen rein zu den Klienten oder in die WGs, wir haben einige WGs auch und arbeiten mit den Klienten auch an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, das heißt zum Beispiel gehört der Einkauf dazu, die Sauberkeit in der Wohnung, Behördengänge begleiten wir. Wir holen sie schon mal ab zu Freizeitaktivitäten. Ich wollte einfach mal nachhören, wie es Ihnen so am Wochenende ergangen ist. Ja, am Wochenende war sehr gut. Ich bin dieses Wochenende zu meiner Mutter gefahren. Ja. Hab die mal besucht. Ja, da fahren Sie auch regelmäßig hin, ne? Regelmäßig, ja. Ja. Das heißt jede Woche, alle zwei Wochen? Jeden Freitag bis Sonntag. Ja, okay. Weil ich helfe ja auch ein bisschen, weil die halt schon mit Monat rumläuft und auch nicht mehr so fit ist. Ja. Ist halt eine Rennerin. Ja. Ja, schön. Wie haben Sie sich hier eingelebt mittlerweile? Oh, es läuft sehr gut. Also seit Januar bin ich ja hier und ich bin auch froh, dass ich das mit dem betreuten Wohnen gemacht habe, weil mir das schon ein bisschen hilft. Wobei hilft Ihnen das? Die Selbstständigkeit. Also ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Haushalt und so und das klappt jetzt also ein bisschen besser. Hat ein paar Monate gedauert, aber jetzt läuft das eigentlich auch. Ja. Das heißt, Sie benötigen dann auch nicht mehr so viel Arbeit hier oder Unterstützung im Haushalt. Es geht dann so mehr in die andere Richtung Freizeit. Und was mache ich? Und Gespräche? Dadurch, dass er hier nicht aus dem Dürener Kreis kam, kannte er niemanden. Es ist jetzt so, dass er sich mit 5 Männern angefreundet hat, die auch nicht von Düren kommen. Also die kannten auch niemanden. Die aber auch hier bei uns in BEWO sind. Die sind auch alle bei uns in BEWO und die treffen sich jetzt regelmäßig 2-mal die Woche und unternehmen Freizeitaktivitäten, machen Spieleabende. Und er sagte letzte Woche noch hier in der Gruppe, also ein Leben ohne BEWO könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Okay. Simone, ich wollte jetzt gerne von dir wissen, wie das heute so in der Gruppe gewesen ist, wie viele Leute da waren, was ihr so gemacht habt, ob ihr an unseren Angeboten für den Weihnachtsmarkt gearbeitet habt und ja, auch wie das so angekommen ist bei den Klienten. Also die Montagsgruppe wird sehr gut angenommen von unseren Klienten. In der Regel sind 5 bis 8 Personen da. Ja, also wir sind zurzeit dabei, Engel zu produzieren für unseren Weihnachtsmarkt. Und die sind mit Spaß und guter Laune dabei, haben eine Aufgabe für den Tag und sitzen in der Zeit nicht alleine zu Hause und genießen die Gemeinschaft hier. Tauschen sich natürlich auch aus, fühlen sich sehr wohl zurzeit hier. Ja, wie sieht das in den anderen Gruppen aus, meinetwegen in der Mittwochs- oder in der Freitagsgruppe? Da haben wir noch mehr Klienten, zurzeit ca. 15. Ja. Da ist das Angebot gemischt. Das ist ein Teil von den Klienten, die sind sehr gerne kreativ, die basteln, malen und werkeln. Wir haben auch andere Klienten, die haben nicht so Interesse an Bastelangebot, die spielen dann Gesellschaftsspiele, unterhalten sich, ziehen sich in unsere Bücherei zurück und jeder hat so seine Aufgabe in der Mittwochs- und Freitagsgruppe. Ja. Das heißt also, sie kaufen auch ein für Kochangebote und es ist ziemlich vielfältig, die Mittwochs- und Freitagsgruppen.
Ich war sehr krank von der Psyche her. Ich hatte eine schwere Depression. Und in der LVR-Klinik hat man mir die Bevo empfohlen, weil ich kann sehr, sehr schlecht alleine bleiben. Ich bin seit 12 Jahren verwitwet, habe schwere Schicksalsschläge hinter mir und die Bevo ist mir also unheimlich wichtig. Eins von mehreren Sachen, die Einsamkeit, dann ich liebe die Gruppe, man kann sich unterhalten, man ist nicht alleine, einer ist für den anderen auch da, es ist eine sehr schöne Gruppe und die möchte ich einfach auch nicht missen. Wir haben auch das Mittagsangebot, das wir so mittags und freitags anbieten, das heißt, wir kochen dann ja auch zusammen und essen dann auch zusammen. Wird das denn auch gut angenommen? Oder? Das wird sehr gut angenommen. Ja. Die Klienten kochen dann in einer kleinen Gruppe, gemeinschaftlich. Das geht vom gemeinsamen Einkauf bis zum Abwasch. Sie dürfen auch selber bestimmen, was sie gerne essen möchten. Und es wird sehr gut angenommen. Und wir haben natürlich auch viele Events, die wir jeden Monat anbieten. Mhm. Also 3 bis 4 Events bieten wir jeden Monat an. Von Kinobesuch über Phantasialand, über gemeinschaftliches Backen, offener Treff. Da ist noch ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Die BEVO bietet uns Aktivitäten an. Wir waren zum Beispiel im Sommer, waren wir eine knappe Woche in Holland, direkt an der See. Die sind also immer interessant und es wird auch rege daran teilgenommen. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn sowas ist, dann brauche ich nicht alleine zu Hause zu sein und bin halt hier in der Gruppe. Habe wie gesagt, die BEVO ist für mich ganz, 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 ganz wichtig im Leben. Ja. Hat geschmeckt. Sehr gut. Ja. Und dann überlegen wir vielleicht am Mittwoch, was wir am Montag dann zum Frühstück machen möchten. Französisches oder sonst so. Ja? Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Danke. Ja. Ich gucke noch auf die. Bye bye. Bye bye. Wiedersehen. Ciao. Und die Lein. Sehr gut. Danke, Herr Dehr. Jetzt weiß ich.